Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt hier auf dem Kanal Telekonga. Heute mit Things und die verfluchte Mumie. Ja, ein Spiel schon etwas älter. Erstmals erschienen 2003 für die damals gängigen Konsolen. Also für uns ganz interessant der GameCube, ja. Und jetzt Januar 2019 neu für die, oder wieder für die Nintendo Switch veröffentlicht worden. Und ja, wir gucken einfach mal, was dieses Spiel so zu bieten hat in der heutigen Zeit. Ob sich das noch frisch spielt oder eher zerfällt wie eine Mumie, ne? Wir gehen erstmal in die Option. Steuerung, Bildschirmmodus. Was macht man denn hier? Aha, aha, aha. Okay, das ist alles möglich. Wir lassen das alles so, wie es ist. Das wird schon so stimmen. Und Spieladen brauchen wir nicht. Da ist noch nichts. Und wir gehen einfach mal ins neue Spiel. Auf geht's! Die Zeit gekommen, die ich fürchte. Die prophezeite Dunkelheit wird über uns kommen und wir müssen bereit sein. Ich habe euch beide ausgewählt, weil ihr euch bereits als sehr würdige Lehrlinge erwiesen habt. Die Mission, auf die ihr geht, wird eine Prüfung eurer Stärke und Fähigkeit sein. Seid bereit, denn der Weg, der vor euch liegt, wird äußerst gefährlich werden. Ich kann euch weder Sicherheit noch euer Überleben versprechen. Aber ihr müsst aus eigenem Antrieb gehen. Jetzt ist eure Zeit, wenn ihr dies wollt. Gut, da ihr beide die Aufgabe angenommen habt, werde ich uns nach Uruk, dem Land der Dunkelheit, transportieren. Dort müsst ihr die Klinge des Osiris finden. Ein altes und mächtiges Schwert, das von den Dämonen von Uruk beschützt wird. Macht euch bereit zu reisen. Ja, das ist der unheimliche Palast von Uruk. Niemand weiß, was hinter seinen Mauern vor sich geht. Zumindest niemand, der lebt. Aber ich kann ganz klar die böse Natur dieses monströsen Gebäudes spüren. Schaut nur, der stechende Strahl ist aktiv und das macht mir große Sorgen. Die Legende besagt, dass er den Palast und die Umgebung von Uruk mit einer außergewöhnlichen Kraft beschützt. Diese Gegend ist voller Fallen und Hindernisse, aber nichts davon ist so vernichtend wie der Strahl. Hinter dieser Stelle sind meine Kräfte nutzlos. Ich fürchte, ich kann euch nicht weiter begleiten. Nun müsst ihr zwei die magische Klinge des Osiris finden. Dies könnt ihr nur erreichen, wenn ihr zusammenarbeitet. Viel Glück bei eurer Suche, meine tapferen Abenteurer. Ich gehe mal einen Tee trinken. Ich glaube, ich sehe da hinten im Fels etwas Interessantes. Ich werde es mal untersuchen. Du solltest dir dieses Gebiet hier vornehmen. Ich will jetzt nicht sprechen wie ein Vogel. So, das war's, glaube ich, mal mit dem Vorlesen, oder? Ja, jetzt können wir hier die Steuerung übernehmen. Okay, ja, also grafisch geht das doch schon mal in Ordnung, würde ich mal sagen. Ne? Man erkennt klar, wie alt das Spiel ist. Ich meine, 2003, das sind schon ein paar Jährchen. Aber es sind leuchtende Farben. Und man erkennt alles gut. Ne? Würde sagen, das geht schon. So, was können wir denn alles machen? Wir können springen. Und sonst noch nicht so viel. Was ist hier? Da geht's nur runter, okay. Oh! Ist das ein Gegner? Ah, explodiert nur, okay. So, ich würde sagen, wir laufen einfach mal davor. Es wird schon. Oh, wird schon stimmen. Kannst du dich wo festhalten oder kannst du das nicht? Doch, er kann's.
So, dann gehen wir mal da rein, oder? Hey, Thinks, ich bin hier bei dem Lavafall. Komm mal her, ich muss dir etwas zeigen. Okidoki. Das, halte B etwas länger gedrückt, um weiter springen zu können. Ah, ja. Okay. Ja, man sieht schon, ein klassisches Action-Adventure, das Ganze hier. Hops. Hm, das ist zu hoch für dich, oder? Ich verstehe nicht, warum der Meister wollte, dass du mich begleitest. Du hältst mich nur auf. Kra. Ich bin gut genug, die Klinge auch ohne deine Hilfe zu suchen. Finde doch selbst heraus, wie du hier hochkommst. Da ist so ein Vieh in der Lava. Was haben wir hier? Achte darauf, wie Y in der rechten oberen Ecke sich verändert, wenn du dich bestimmten Objekten oder Gegenständen näherst. Du kannst Y drücken, um Steine wie diesen aufzuheben, wenn du daneben stehst. Okay. Dann kann man den so werfen. Okay. Was müssen wir also tun? Bestimmt müssen wir zu dem Feuervieh da runter. Der war wo? Da unten. Da ist Lava. Vorsicht. Ui. Kram. Der streckt doch schon seine Zunge raus. Der will doch was haben. Bestimmt ein Stein, ne? Ah, du bist viel zu mager. Ich verhungere, aber so verzweifelt bin ich nicht, dass ich einen wie dich essen würde. Viel zu viel Kleidung. Der mag's lieber nackig. Wenn ich nur ein paar Kokosnüsse... Entschuldigung. Wenn ich nur ein paar Kokosnüsse hätte, ich hatte schon seit Ewigkeiten keine Kokosnüsse mehr. Allein der Gedanke daran. Okay. Gut. Kokosnuss. Können wir da irgendwie... Nein. Dann machen wir es auf die alte Art und Weise, ne? Wir nehmen hier einen Stein und holen die Kokosnuss damit runter. Geht das irgendwie? Werfen und hops! Jo! Funktioniert. Schön. Du hast nun eine Kokosnuss. Na gut, dann bringen wir die ihm. So. Reden. Hey, du mit der Farbe im Gesicht. Was rieche ich da bei dir? Sind das ja Kokosnüsse? Kann ich welche haben? Klar, bediene dich. Nein, such dir deine eigenen. Naja, jetzt, also. Köstlich, danke. Davon könnte ich noch mehr gebrauchen. Wenn du mir noch welche holst, kann ich dir vielleicht helfen. Ach ja. Was eine Arbeit, Freunde. So. Werfen wir nochmal da dran hier und... Hey, richtig. Richtig werfen. So. Oh, oh, eine Schlange. Und wie viele Kokosnüsse braucht der? 3 vielleicht oder so. Wir nehmen mal die hier noch mit, würde ich sagen. Nicht, dass es am Ende so wenig sind, ne? Das. Okay. Da sind keine drauf. Dann da hinten steht auch noch eine Palme. Ah, jupp. Und hops. Da hängt doch noch eine dran. Na, also jetzt, Junge. Gib dich doch mal Mühe hier, du. Jawohl. So, 2 Kokosnüsse. Noch irgendwo ein Baum. Entschuldigung, Palme. So, da ist keine mehr. Nö, ich glaube jetzt, das war's, oder? Mehr haben wir da nicht. Hey, du mit der Farbe, wir sind nicht blabla. Kann ich welche haben? Jetzt fühle ich mich besser. Steige einfach auf meine Zunge und ich befördere dich, wohin du möchtest. Ich weiß nicht. Lege zuerst die horizontale, dann die vertikale Richtung fest. Danach werde ich dich in die gewünschte Richtung spucken. Aber sei vorsichtig. Wenn du mir sagst, dass ich dich in die Lava spucken soll, dann werde ich
genau das machen. Slurp. Horizontal. Was? Okay, das müssen wir nochmal probieren. Da hat irgendwas nicht geklappt. Wir versuchen es einfach nochmal. Das wird schon. Wird schon klappen irgendwie. So, nochmal. Also, wir können. Muss ich da drücken? Ach so. Irgendwas verstehe ich gerade noch nicht von der Steuerung her. Bitte nochmal erläutern. Komm schon. Okay, er bewegt sich automatisch nach links und rechts, horizontal. Okay, können wir irgendwas... Nein, ich kann nicht zielen. Ich drücke jetzt einfach mal horizontal. Ah, und jetzt kommt vertikal. Jetzt wird ein Schuh raus. So, jetzt haben wir es gepackt. Guck mal da. Ah, hast du es endlich geschafft? Hätte ich nicht gedacht. Arroganter Schnösel. Dein Schneckentempo hat uns wertvolle Zeit gekostet, aber egal, ich habe das Blut des Ra gefunden. Meister Imhotep sagt, dass wir damit auf fließender Lava und auf Dampfgeysieren gehen können. Aber es ist unmöglich, daran zu kommen. Ich werde eine andere Lösung finden. Dann finde mal deine Lösung. Ich nehme mal den Stein hier und würde sagen, den werfe ich mal da drauf. So. Siehste, so läuft es. Ups. Pauz! Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht schon vorher drauf gekommen bin. Tja. Du hattest wohl einfach nur Glück. Oder vielmehr wusste ich die Lösung und habe nur mit dir gespielt. Wie auch immer, ich gehe weiter. Auf dich zu warten ist immer so nervig. Okay. Eine Dusche. So. Jetzt können wir über Lava gehen, oder wie? Habe ich das richtig verstanden? Ja, habe ich. So, dann. Was bist denn du? Drück Y, um Objekte zu greifen. Und dann L, um sie zu ziehen oder zu schieben. Okay. So. Dilling. Schieberätsel. Ist auch. Erinnert ein bisschen an Zelda, ne? So, okay. Jetzt können wir also auch wieder... Ich glaube, die Fähigkeit hört gleich auf. Kann das sein? Das flackert mir so komisch hier. Ja, ja. Das hört gleich auf. Gut, dass wir hier den Felsen genommen haben. Da hinten ist doch jetzt was passiert, oder? Aber Moment. Ich vermute mal, dass ich da auch die Fähigkeit brauche, oder? Ja, ja, das ist mir nicht geheuer, du. Das heißt... Wir müssen da nochmal hoch, ne? Nochmal duschen. So. Hat es gereicht? Hallo? Jetzt. Schwupp. Und schwupp. Ah, was eine treibende Musik hier. Man kommt ja gar nicht zur Ruhe. Und jetzt? Jawohl, jetzt sind wir oben. Gehen wir gleich zum nächsten, bevor das wieder ausgeht hier. Jawohl. Und hier hin. Jo. Ganz
Boing. Wer bist du? Hallo? Au. Kann ich mit dir interagieren? Was haben wir denn hier? Da ist nichts. Da haben wir ein Tor. Ja, dann würde ich sagen... Geht's da lang? Vielleicht? Aha, jetzt wird ein Shoot raus. Der darf uns also nicht sehen. Verstanden. Wäre natürlich jetzt schön, wenn man die Kamera so einstellen könnte, dass man den auch sieht. Ja. Gucken wir gerade mal. Also, der guckt hier nach... Jetzt haben wir eine Chance. Und sind drin. Gut, Freunde. Das soll's mal gewesen sein an dieser Stelle. Ihr habt einen Einblick bekommen. Ihr seht, was es für Rätsel sind. Und ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Und jo. Ist doch ganz schön umgesetzt, oder? Also ich denke, das kann man auch 2019 noch spielen, ne? Das war damals schon ein recht guter Titel und ist es eigentlich auch heute noch. Und sofern die Technik stimmt und nicht irgendwelche Bugs groß vorhanden sind, denke ich, haben wir hier einen soliden Action-Adventure-Spaß und den kann man mal für, ich glaube, 35 € kostet das digital oder auch als Retail-Version mitnehmen, ne? Ich sag Dankeschön an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert auch unseren Kanal, es wäre fabelhaft, wir würden uns wirklich sehr freuen darüber. Vielen Dank für eure Unterstützung, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao.